Der Vorschlag, den die Regierung vorgestern präsentiert hat, ist aus meiner Sicht ein Musterbeispiel dafür, wie man durch das ständige Verwässern einer ursprünglich guten Idee die wesentlichen Vorteile verlieren kann. Dazu zähle ich etwa das Ende des sinnlosen Wiederholens. Dazu zähle ich die Möglichkeit zur Individualisierung, die Möglichkeit zur individuellen Schwerpunktsetzung von Schülerinnen. Unsere Erfahrung ist jetzt, also wir haben 2004 begonnen mit der modularen Oberstufe. Es schaffen Schülerinnen und Schüler, die auch in der 6. Klasse 4 nicht genügend haben. Man muss ja immer wieder betonen, Semester nicht genügend und nicht jahres nicht genügend. Diese Schüler haben es geschafft, sich diese Module auszubessern und mit allen positiv absolvierten Modulen zur Matura in der vorgesehenen Zeit anzutreten. Also es ist wirklich für mich wirklich schwer einzusehen, warum man diesen Schülerinnen und Schülern unbedingt einen Jahresverlust sozusagen mitgeben muss. Unser grünes Modell geht aber noch einen Schritt weiter, in zwei Punkten vor allem. Einerseits wollen wir bereits die 9. Schulstufe mit in das Modulsystem integrieren. Denn wenn es darum geht, die Zahl der nicht genügend zu absolvieren, dann müssen wir uns da vor Augen führen, dass derzeit 2/3 aller negativ beurteilten Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe in der 9. Schulstufe sind. Warum die Regierung dann, wenn sie das beseitigen möchte, in der 10. Schulstufe ansetzt, bleibt mir ein Rätsel. Also es sind ungefähr nicht einmal 10.000 Repetentinnen und Repetenten potenzielle, die jetzt heuer wieder etwa davon betroffen wären, von der 6. bis zur 8. Klasse, aber etwa 20.000 in der 9. Schulstufe. Und das Zweite ist, dass man, wenn man schon früher damit beginnt, also in der 9. Schulstufe damit beginnt, dieses College-System dann auch so durchführt, dass Schülerinnen und Schüler, man muss dann schon fast sagen Studentinnen und Studenten, die Module frei wählen. Machen wir ein richtiges Modulsystem, gehen wir davon aus, was jetzt bereits an 27 Standorten in Österreich erfolgreich getestet wird, machen wir den einen Schritt oder die zwei Schritte, die wir vorschlagen, dazu. Dann haben wir ein leicht administrierbares, sehr Schülerinnen- und Schülergerechtes Modell, das auch keine Frage mehr beinhaltet, mit wie viel nicht genügend man wiederholen muss. Denn dann gibt es kein Wiederholen mehr. Man muss aber alle Module positiv absolviert haben. Jetzt ist es so, dass wir einen Kompromiss haben, der kennzeichnend ist für die innenpolitische und bildungspolitische Situation in Österreich. Die ÖVP steht hier für Sitzenbleiben und für Privilegien. Die SPÖ steht für wirklich faule Kompromisse. Und wir Grüne stehen für Lernfreude und für Leistungswillen. Das, glaube ich, unterscheidet uns sehr stark von den anderen Parteien.